In diesem Film ist Jakob Kadri Karaosmanoğlu so alt wie du. Würdest du mit ihm befreundet sein? Freunde, ich bin Jakob Kadri Karaosmanoğlu. Ich bin ein türkischer Schriftsteller, Dichter, Diplomat und Journalist. Möchtet ihr mich besser kennenlernen? Ich wurde 1889 in Kairo geboren, der Hauptstadt Ägyptens, die sich entlang des Nils erstreckt. Es war die größte und bevölkerungsreichste Stadt im Nahen Osten und in Afrika. Meine Mutter Iqbal Hanım war eine liebevolle Mutter. Mein Vater war Abdülkadir Bey, ein Mitglied der bekannten Karaosmanoğlu-Familie von Manisa. Ich war das zweite Kind meiner Familie. Während wir in Kairo lebten, beschloss meine Familie eines Tages, nach Manisa zu ziehen. Manisa, mitten in der Ägäis gelegen, war während der osmanischen Zeit als Stadt der Schehzade bekannt, in der die Sultane ihre Fürstenzeit verbrachten. Ich blieb 7 Jahre in dieser Stadt. In dieser historischen Stadt befanden sich auch die Muradiye-Moschee von Mimar Sinan, die ihr alle kennt, und die heiligen Kirchen der Christen. Ich habe Manisa geliebt. Auch die Luft und das Wasser dieser wunderschönen Stadt der Ägäis waren für mich ganz anders. Ich setzte meine Grundschulausbildung in Manisa fort. In dieser Zeit begann mein Interesse für Literatur. Ich liebte es, Bücher zu lesen, ich habe immer etwas gekritzelt. Die restliche Zeit von meinem Unterricht und dem Schreiben verbrachte ich damit, am Gedisfluss herumzulaufen, spielen und in einem provisorischen Boot zwischen den Inseln zu wandern. Aufgewachsen mit der Natur verbrachte ich meine Tage mit Lesen, Schreiben und Spielen im Freien. Meine Familie hat sich unerwartet entschieden, nach Izmir zu ziehen. Obwohl es mich traurig machte, Manisa zu verlassen, das ich so sehr liebte, verschwand diese Traurigkeit, sobald ich Izmir mit seinem tiefblauen Meer und den herzlichen Menschen sah. In dieser Stadt habe ich mich sofort für das Gymnasium Izmir angemeldet. Unter dem Einfluss von Abdullah Rahmi aus Akhisar in Izmir begann ich mich für Literatur zu interessieren. Auch Shahabettin Süleyman, die in Zukunft Werke in vielen literarischen Genres produzieren wird, wurde mein enger Freund. Die Nahe verdanken wir unserem Interesse an Literatur. Während ich meine Schule in Izmir besuchte, verstarb nach einiger Zeit mein Vater. Meine Mutter sagte, dass wir nach Ägypten zurückkehren müssen. Wir machten uns auf nach Alexandria, der zweitgrößten Stadt Ägyptens. Ich habe mich in dieser Stadt an einer französischen Schule eingeschrieben und angefangen, Französisch zu lernen. Ich habe es wirklich genossen, eine neue Sprache zu lernen und sofort angefangen, die Werke von westlichen Autoren zu lesen. Kinder, Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen, können leicht miteinander kommunizieren und sich leicht verstehen. Wenn ihr eine neue Sprache lernen möchtet, könnt ihr sofort damit beginnen. Ich lernte so gerne Französisch, dass die Geschichten, die ich aus dem Französischen ins Türkische übersetzte, in der Zeitschrift Türk veröffentlicht wurden. So habe ich vielen Menschen geholfen, die Werke von Autoren aus verschiedenen Kulturen zu lesen. Während ich diese Übersetzungen anfertigte, hatte die französische Literatur einen großen Einfluss auf mich. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Unter dem Einfluss der französischen Literatur beschloss ich, Schriftsteller zu werden. Jeder hat Wendepunkte in seinem Leben. Es gibt immer Momente, die ihn betreffen und sein Leben verändern. Das war einer meiner Wendepunkte. In meinen Werken habe ich mich mit dem Lebensstil und den Problemen der türkischen Gesellschaft im Allgemeinen beschäftigt. Kinder, ich habe alles sehr gut beobachtet. Ich betrachtete einen vorbeigehenden Hund, eine traurig aussehende Person, fröhlich spielende Kinder, sogar ein Blatt, das von einem Baum auf den Boden fiel. Diese Beobachtungen haben mir bei meinen Arbeiten sehr geholfen. Neugierig zu sein und alles zu beobachten, was um euch herum passiert, wird euch in allen Bereichen eurem Leben helfen. Neugierig zu sein und dem zu folgen, was euch neugierig macht, wird euch immer neue Türen öffnen. Die Menschen kennen nur meine Romanschriftstellerseite, aber ich kann mich einfach nicht so ausdrücken. Ja, ich liebe es, Romane zu schreiben, aber ich habe auch Gedichte, Kurzgeschichten und Theaterstücke geschrieben. Ich war auch Abgeordneter und Botschafter.
Während ich diese Aufgaben ausübte, war die Literatur wieder der wichtigste Teil meines Lebens. Es ist sehr schön zu schreiben, meine Gefühle schriftlich auszudrücken, von Tausenden von Menschen gelesen und geliebt zu werden. Kinder, ich bin ein Schriftsteller, der die Balkan- und Unabhängigkeitskriege und den nationalen Kampf erlebt hat. Ich denke, der nationale Kampf ist ein Epos. Denn Epen erzählen Heldengeschichten. Deshalb ist der nationale Kampf für mich ein Epos. Nach dem, was ich in den Jahren des nationalen Kampfes in meinem Land gesehen und erlebt habe, habe ich mich in all meinen Werken mit dem anatolischen Volk und seinen Problemen dargelegt. Dieses Land hatte viele Gelehrte und Künstler hervorgebracht. Ich wurde von westlichen Schriftstellern und Philosophen wie Yunus Emre, Fuzuli, Karacaoğlan sowie unseren einzigartigen Werten beeinflusst und in meinen Werken verarbeitet. Nurbaba, mein erster Roman, ist eines meiner bekanntesten Werke und hat mich im In- und Ausland bekannt gemacht. Dieser Roman wurde sogar von Muhsin Ertuğrul verfilmt. Mein Roman Wild wurde 1942 ausgezeichnet. Dieses Werk nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte der türkischen Literatur ein, da es der erste Roman ist, der über Anatolien und unsere Bewohner des Dorfes erzählt. Während ich weiterhin meine Romane schrieb, war ich auch an Werken beteiligt, die für mein Land vom Vorteil waren. Kinder, habt ihr schon von dem Namen Anadolu Agency gehört? Wenn ihr es noch nicht gehört habt, wie wäre es mit ein wenig Recherche? Lass mich zunächst einige kurze Informationen dazu geben. Anadolu Agency ist die erste offizielle Nachrichtenagentur der Republik Türkei. Durch unsere enge Freundschaft mit Mustafa Kemal Atatürk habe ich auch viel zum Aufbau der Agentur beigetragen. Es wurde auf Befehl von Atatürk gegründet, um die Nachricht vom Unabhängigkeitskrieg zu verkünden. Liebe Kinder, wie ihr seht, habe ich meinem Land in vielen Bereichen gedient, während ich mein Leben in der Literatur verbracht habe. Vor allem habe ich meine Sprache und Kultur am besten gelernt, außerdem habe ich andere Kulturen, Sprachen und das Leben der Menschen kennengelernt. Mit jedem Wissen, das ich lernte, änderte sich meine Perspektive und ich bekam neue Ideen. Lesen ist eine der besten Möglichkeiten, sich selbst zu verbessern. Ich empfehle euch, dass ihr immer Bücher in eurem Leben habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr eines Tages meine Bücher lesen könntet. Ich wünsche euch ein Leben in Verbindung mit Literatur.